Es gibt keineswegs eine optimale Zeit, um sich auf die Suche nach archäologischen Meisterwerken zu begeben. Ganzjährig und rund um den Globus kommen immer wieder neue Entdeckungen ans Licht. Es ist eine gewaltige Aufgabe, mit all diesen Funden Schritt zu halten. Aber wir erleichtern Ihnen diese Aufgabe, indem wir sie in Videos voller sensationeller archäologischer Entdeckungen bündeln, wie etwa dieses hier. In Rumäniens Dobrudscha-Region haben Archäologen einen Grabhügel ausgegraben, der ca. 2000 Jahre zurückreicht. Trotz jahrhundertelanger intensiver Bodenbearbeitung haben geophysikalische Studien einen ursprünglichen Durchmesser von bis zu etwa 107 Metern ermittelt. Das zentrale Begräbnis wies ursprünglich eine mit Holzbrettern bedeckte Grube auf, in der der Verstorbene in einer hölzernen Struktur verbrannt wurde. Verkohlte Walnusssamen, Kiefernzapfen und Pflanzenreste wurden entdeckt, die alle in frühen römischen Einäscherungsbegräbnissen üblich waren. Der Hügel wurde geplündert. Grabräuber platzierten einen Wolfsschädel auf Steinen, um den Raubgraben zu versiegeln. Experten vermuten, dass dies wahrscheinlich ein symbolischer Versuch war, den Geist des Verstorbenen daran zu hindern, Rache zu suchen. Der Raub wurde dem Gitarrenstamm zugeschrieben. Ein weiteres Begräbnis im Hügel enthielt ein Skelett in einer weiteren hölzernen Struktur, begleitet von einem Glasugatarium und einer bronzenen Münze aus der Zeit Hadrians, die im Mund des Verstorbenen platziert wurde. Die Platzierung der Münze bezieht sich auf den antiken Brauch des Cherons Obolus, der die Bezahlung für die Seelenreise über den Fluss Styx in den Hades symbolisiert. Diese Entdeckungen bieten wertvolle Einblicke in antike Bestattungspraktiken und Überzeugungen. Im Nordwesten Chinas in der Provinz Zhangzhou hat die archäologische Fundstätte Jiaojia eine Fülle bedeutsamer Artefakte aus der späten Chang-Dynastie hervorgebracht, die zwischen 1600 und 1046 vor unserer Zeitrechnung datieren. Diese Ausgrabung hat insgesamt 9 hochrangige Gräber freigelegt und somit Erkenntnisse über die politische und geografische Reichweite dieser antiken Zivilisation geliefert. Die Stätte, die 11 Hügel auf dem niedrigsten Plateau umfasst, offenbart die umfangreichen Überreste von gestampften Lehmbauten, aristokratischen Gräbern, kleinen Friedhöfen und Hinweisen auf Kupfergießereiwerkstätten. Die in diesen Gräbern gefundenen Grabbeigaben sind von außergewöhnlichem Wert. Zu den Entdeckungen gehören bronzene Streitwagen und Pferdebeschläge, Bronzeschmuck mit Türkiseinlagen, Knochen, die mit tierischen Motiven verziert und mit Türkis eingelegt sind, goldene Ohrringe, Kupferpfeilspitzen und Äxte, sowie kunstvoll gefertigtes Lackgeschirr. Von besonderer Bedeutung ist das Grab, das die Reitausrüstung enthält, da es das erste spätchangzeitliche Streitwagen- und Pferdegrab darstellt, das in der Region entdeckt wurde. Die Funde unterstreichen die politische Struktur und das territoriale Ausmaß der Shang-Dynastie in der Region. Bemerkenswert ist insbesondere das Vorhandensein von bronzenen Streitwagen- und Pferdebeschlägen, Jadestücken, Knochenartefakten, Lackwaren und Schildkrötenpanzern, die jenen ähneln, die in der antiken Stadt Yen, der Hauptstadt der Shang-Dynastie, gefunden wurden. Dies bietet überzeugende Belege für enge kommerzielle und kulturelle Verbindungen zwischen den Menschen des Losplateaus und denen, die etwa 560 Kilometer östlich in den zentralen Ebenen residieren, und deutet auf eine engere Beziehung hin als bisher angenommen. In London in England wurden die Überreste eines außergewöhnlich gut erhaltenen römischen Mausoleums, das als das intakteste jemals in Großbritannien gefunden gilt, von einem Team des Museum of London Archaeology ausgegraben. Der Fund erfolgte in der Nähe der London Bridge in Southwark während der Ausgrabungsarbeiten für ein neues multifunktionales Bauprojekt. Die Wände des Mausoleums wurden im Mittelalter demontiert, doch die Fundamente und der Innenboden sind erhalten geblieben. Das einst imposante Bauwerk verfügte über große Eckpfeiler, die vermutlich ein zweites Stockwerk stützten. Auch die intakten Eingangsstufen sind noch vorhanden. Das Mausoleum enthielt keine menschlichen Überreste, verfügt jedoch über einen römischen Mosaikboden, umgeben von einer erhöhten Plattform, auf der die Verstorbenen ursprünglich bestattet worden wären. Die Archäologen fanden ein zweites Mosaik unter dem ersten, was darauf hindeutet, dass der Boden erhöht und das Mosaik zu einem späteren Zeitpunkt neu verlegt wurde. Beide Mosaike teilen ein zentrales Blumenmotiv und konzentrische Kreise. Das Mausoleum dürfte wohlhabenden Mitgliedern der römischen Gesellschaft gehört haben
und diente möglicherweise als Familiengrabstätte oder als Begräbnisclub. In der Nähe gefundene Artefakte umfassen Münzen, Metallfragmente, Tonscherben und Dachziegel, neben mehr als 80 römischen Bestattungen in der Umgebung. Im Zuge der Ausgrabungsarbeiten für das Eisenbahnprojekt Ostlenken in Tystberga, Schweden, haben Archäologen der Uppdrag Archäologie einen phallischen Stein entdeckt, einen seltenen Fund im schwedischen Wikingerzeitkontext. Der 60 cm hohe Stein wurde zentral im Steingefüge eines Grabhügels gefunden, in unmittelbarer Nähe zu einem eiförmigen Grabstein. Ähnliche Phallussymbole wurden zwar in Norwegen gefunden, ihre Präsenz in Schweden ist jedoch ungewöhnlich. In der nordischen Mythologie wurden Phallussymbole mit Göttern wie Freyr und Heimdall assoziiert und stehen für Fruchtbarkeit sowie kulturelle Implikationen, die mit männlicher Sexualität und Vergnügen verknüpft sind. Der kunstvoll gemeißelte Stein besitzt eine ebene Basis und neigt sich in einem Winkel von 60 Grad, während seine Oberseite mit eingeritzten Linien verziert ist, die das phallische Symbol repräsentieren. Rebecca Jonsson, eine Archäologin von Uppdrag Archäologie, bemerkte die ausgeprägten Merkmale des Steins und dessen offensichtliche Bedeutung, hat jedoch in ihrer beruflichen Laufbahn in Schweden nie einen solchen Stein gesehen. Während die antiken Römer bekanntermaßen Phallussymbole als Glücksbringer um den Hals trugen, interpretierten und nutzten die Wikinger das Symbol offenbar anders. Dies zeigt, dass wir auch in Skandinavien noch viel über die Wikinger zu lernen haben. Wissenschaftler bereiten sich darauf vor, ein als Zambratia-Boot bekanntes, handgenähtes Schiffswrack aus den Gewässern vor der Küste Kroatiens zu bergen, um es weitergehend zu untersuchen. Das hervorragend erhaltene Gefährt, das auf rund 3000 Jahre geschätzt wird und aus dem 12. bis 10. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung stammt, gilt als das älteste komplett handgenähte Boot im Mittelmeerraum. Mit einer ungefähren Länge von nahezu 12 Metern, von denen beachtliche 7 Meter außerordentlich gut erhalten sind, wurde das Boot unter Verwendung flexibler Fasern konstruiert, um Holzstücke sorgfältig miteinander zu vernähen, eine Technik, die vor dem Aufkommen von Metallverbindungen Anwendung fand. Das Zambratia-Boot stellt ein seltenes Exemplar der antiken Schiffbautradition Istriens und Dalmatiens dar, gekennzeichnet durch einzigartige Architektur, Montagetechniken und ein spezielles Abdichtungssystem. Nach seiner Entdeckung im Jahre 2014 wird ein Team von Tauchern am 2. Juli 2023 Teile des Boots entfernen, um es Wissenschaftlern zu ermöglichen, dieses in drei Dimensionen zu rekonstruieren. Die für die Naht verwendeten Fasern sowie die Holzbearbeitungstechniken werden analysiert und das Boot wird in Frankreich restauriert. Das Ziel ist, das vollständig restaurierte Gefährt in einem eigens dafür vorgesehenen Museum in Pula, Kroatien, auszustellen und somit das maritime Erbe Istriens zu präsentieren. Gemäß einer Studie, die im Juni des Jahres 2023 im Journal of Scientific Reports veröffentlicht wurde, hat ein Forscherteam, einschließlich eines Professors der Virginia Commonwealth University, seltene prähistorische Vogelknocheninstrumente entdeckt, die auf über 12.000 Jahre zurückdatiert werden können. Diese Funde wurden auf der Ain Malaha-Stätte im Norden Israels gemacht. 7 Flöten, als Aerophone bekannt, gehören zur Kultur der Natufia, einer Gruppe von Jägern und Sammlern, die zwischen 13.000 vor unserer Zeitrechnung und 9.700 vor unserer Zeitrechnung die Levante bewohnten. Die von Professor Tal Simmons der VCU geleitete Forschung identifizierte insgesamt 1112 Knochen von 59 Vogelarten an der Fundstätte und liefert somit Aufschluss über die dort vorkommenden Arten und die Zeit der Besiedlung. Diese Knochenflöten sind die ersten ihrer Art, die im Nahen Osten entdeckt wurden. Einige davon sind vollständig intakt und in der Lage, vogelähnliche Laute zu erzeugen, die den Rufen von Greifvögeln ähneln. Die Forscher postulieren, dass die Aerophone für unterschiedliche Zwecke wie Jagd, Kommunikation oder sogar spirituelle Praktiken eingesetzt worden sein könnten. Ihre Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Rolle der Musik in der Kultur der Natufia und ihrer Beziehung zu Greifvögeln. Die Aerophone befinden sich derzeit in den zoologischen Sammlungen der Hebräischen Universität in Jerusalem. Archäologen haben im Nordwesten Chinas eine phänomenale Entdeckung gemacht.
Sie haben einen kunstvoll gearbeiteten Ledersattel ausgegraben, der möglicherweise der älteste seiner Art ist, der je gefunden wurde. Der Sattel wurde im Grab einer Frau in Yanghai entdeckt, das sich in der autonomen Uigur-Region Xinjiang befindet und ungefähr 2700 Jahre zurückdatiert wird. Es wird angenommen, dass der Sattel zwischen den Jahren 724 und 396 vor unserer Zeitrechnung hergestellt wurde, unter Verwendung von zwei Kuhhautkissen, die mit einer Mischung aus Stroh, Hirsch und Kamelhaar gefüllt waren. Dieser Fund legt nahe, dass die Geschichte der Sattelherstellung möglicherweise früher begann, als bisher angenommen. Was diese Entdeckung noch faszinierender macht, ist, dass sie möglicherweise die bekanntesten Sättel der Skythen, nomadische Reiter aus dem westlichen und zentralen eurasischen Steppen, zeitlich übertrifft. Während die frühesten bekannten skythischen Sättel vermutlich aus dem 5. bis 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung stammen, könnte dieser neu entdeckte Sattel sogar noch älter sein. Die Gräber von Yanghai, in denen der Sattel gefunden wurde, sind mit der Subeishi-Kultur assoziiert, die vor rund 3000 Jahren das Gebiet des Turpanbeckens besiedelte. Die Position des Sattels im Grab, auf dem die Frau scheinbar saß, deutet darauf hin, dass sie eine Reiterin war. Dieser Befund stellt traditionelle Narrationen in Frage, die das Reiten mit elitären männlichen Kriegern in Verbindung bringen und bietet Beweise für die Beteiligung von Frauen an den alltäglichen Aktivitäten der berittenen Hirtenvölker. Ein Massengrab, in dem die Überreste von schätzungsweise 450 Individuen ruhen, die von ihren Zeitgenossen des Vampirismus verdächtigt wurden, ist im Dorf Lucino in Polen freigelegt worden. Der Friedhof, welcher von Straßenarbeitern in der Nähe eines Friedhofs aus dem 19. Jahrhundert entdeckt wurde, offenbart eine makabre Praxis, die einst in der Region angewandt wurde, um die Wiederauferstehung der Untoten zu verhindern. Jeder Leichnam im Grab wurde enthauptet, der Schädel zwischen den Beinen platziert und eine Münze in den Mund eingefügt. Der Archäologe Maciej Stromski erläutert, dass diese Handlungen von den Lebenden als Reaktion auf den lokalen Glauben an Vampire durchgeführt wurden. Es wurde angenommen, dass die Enthauptung die Rückkehr der Toten verhindern würde, während die Münze im Mund als Mittel angesehen wurde, den vermeintlichen Vampirfluch zu neutralisieren. Obwohl die genauen Details des vermeintlichen Fluchs der Zeit anheimgefallen sind, wurden zusätzliche Rituale, wie das Platzieren von Ziegelsteinen in der Nähe der Leichen, als spirituelle Barrieren eingesetzt, um die Untoten in ihren Gräbern zu halten. Auch wenn man versucht sein könnte zu glauben, dass solche Aberglauben bereits vor Jahrhunderten ausgemerzt wurden, stellt dies überzeugende Evidenz dar, dass der Glaube an die wandelnden Untoten in einigen Teilen Europas noch vor etwa 200 Jahren weit verbreitet war. An anderer Stelle in Europa haben Archäologen in Ostisland eine bedeutsame Entdeckung auf dem archäologischen Gelände Stöd in Stödvafjördur gemacht. Sie fanden eine Sandsteinschnitzerei, die ein Wikingerschiff darstellt und möglicherweise die älteste, bisher in Island gefundene Darstellung ist. Der Stein befand sich in der Wand einer älteren Hütte auf dem Gelände, die wahrscheinlich vor der dauerhaften Besiedlung der Insel existierte. Darstellungen von Schiffen sind in nordischen Ländern üblich, doch handelt es sich hierbei um die erste Zeichnung eines Schiffes, die in Island gefunden wurde und vermutlich die älteste Darstellung dieser Art im Land ist. Die Ausgrabungen in Stöd begannen im Jahr 2015 und konzentrierten sich auf ein sogenanntes Siedlungszeitalter-Langhaus. Das Langhaus auf dem Gelände ist eines der größten, die in Island gefunden wurden und misst 31,4 Meter in der Länge. Es ist zudem das produktivste Langhaus, das jemals in Island entdeckt wurde, da zahlreiche Perlen, silberne Objekte und sogar römische und nahöstliche Münzen gefunden wurden. Die Existenz eines noch älteren Langhauses unter der Struktur aus der Siedlungszeit lässt auf ein saisonales Jagdlager schließen, das möglicherweise von einem norwegischen Häuptling betrieben wurde, der Expeditionen nach Island zur Gewinnung wertvoller Ressourcen organisierte. Weitere Untersuchungen auf dem Gelände mit Vermessungsausrüstung haben zusätzliche Strukturen und Bootsbestattungsplätze enthüllt, wodurch die Bedeutung von Stöd weiter zunimmt. Archäologen der Universität Alicante in Spanien haben bei ihren Ausgrabungen im Tossal de la Cala, einer römischen Festung in Benidorm, eine faszinierende Entdeckung gemacht. Sie stießen auf eine ungefähr 2000 Jahre alte Felsinschrift, bekannt als Inskulptur, die drei künstlerische Darstellungen aufweist.
ein menschliches Antlitz, ein Füllhorn und ein Phallus. Die Gravur, die etwa 55,88 x 34 cm misst, scheint unvollständig zu sein, da ein Abschnitt in der rechten oberen Ecke fehlt. Die Bestimmung der Gravur bleibt ungewiss. Sie könnte jedoch als Graffiti gedient haben oder rituelle Bedeutung besitzen. Die Darstellung eines Phallus lässt darauf schließen, dass es sich möglicherweise um einen Schutzzauber handelte, da die Römer den Phallus mit maskuliner generativer Kraft in Verbindung brachten und glaubten, dass er Sicherheit und Glück bringe. Phallische Symbole wurden im Römischen Reich häufig verwendet, um Unheil abzuwenden, insbesondere zum Schutz junger Knaben oder gegen den bösen Blick. Die Präsenz eines Füllhorns in der Gravur deutet darauf hin, dass das Antlitz möglicherweise eine Gottheit repräsentiert, die mit Erntesegen, Wohlstand oder spiritueller Fülle assoziiert ist, wie es in römischen Reliefs und Münzen zu sehen ist. Über den Grund, weshalb die Gravur unvollendet blieb, können wir lediglich spekulieren. Im März des Jahres 2023 wurde am Stadtrand von Saniowka in Polen ein Hortfund 17. Jahrhunderts litauischer Münzen gemacht. Der Hort wurde von Michał Lotys entdeckt, der mit seinem Metalldetektor ein Feld absuchte, um verlorene mechanische Agrateile zu finden. Dabei stieß er auf einige lose Münzen und einen keramischen Krug, der dicht mit weiteren Münzen gefüllt war. Lotys informierte daraufhin das Provinzialamt für Denkmalschutz in Lublin, was er gesetzlich tun musste, da unerlaubtes Sondengehen in Polen illegal ist. Archäologen wurden an den Fundort entsandt und stellten fest, dass der Hort absichtlich in einer Schicht des Unterbodens vergraben worden war. Der Hort enthielt ungefähr 1000 Münzen, hauptsächlich litauische Kronen und Schillinge, und die meisten davon befanden sich in einer traditionellen polnischen Ziwok-Vase. Krug und Inhalt wiegen etwa 92,15 Kilogramm. Diese Münzen wurden zu einer Zeit geprägt, in der Polen und Litauen in der Polnisch-Litauischen Union vereint waren, einem multiethnischen Gemeinwesen mit einer Bevölkerung von mehr als 12 Millionen Menschen. Der Hort wird nun vollständig ausgegraben und anschließend im Archäologischen Institut des Museums für Südpodlasien in Biała Podlaska analysiert. Das japanische Wort Haniwa bezeichnet einen Kreis aus Ton und wird verwendet, um eine spezifische Art von Terrakotta-Zylinderskulptur zu beschreiben, die die antiken Bewohner Japans zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert gerne anfertigten. Überwiegend dienten Haniwa dazu, die Grenzen japanischer Begräbnisstätten zu markieren, die der Elite der japanischen Gesellschaft vorbehalten waren. Selten wurden Haniwa aus Holz statt aus Ton gefertigt. Im Dezember 2022 wurde die Entdeckung einer gigantischen hölzernen Haniwa unter den Grabhügeln der Mozu Faruichi Kofun-Gruppe im Westen des Landes bestätigt. Dieses Gebiet ist eine UNESCO-Welterbestätte. Mit einer Höhe von leicht über 33,5 Metern ist dies die größte jemals in Japan gefundene hölzerne Haniwa. Das Artefakt wurde bei archäologischen Ausgrabungen eines ehemaligen Wassergrabens rund um das Minegazuka-Kofun-Mausoleum entdeckt, das im 5. Jahrhundert errichtet wurde. Es besteht aus Koyamaki, einer speziellen Art japanischer Kiefer, die bei den einflussreichen Personen dieser Epoche hoch im Kurs stand. Dies legt nahe, dass der Insasse des Grabes eine hohe gesellschaftliche Stellung innehatte und möglicherweise sogar ein Herrscher war, auch wenn leider keine Spuren seines Namens gefunden werden konnten. Die Haarentfernung war bereits bei den alten Römern eine beliebte Praxis, wie der Philosoph Seneca im 1. Jahrhundert dokumentierte. Die Römer verwendeten Instrumente, die modernen Pinzetten ähneln, um ihren Körper haarfrei zu halten. Aktuell sind 50 Paar dieser antiken Pinzetten, zusammen mit anderen Pflegeinstrumenten, in einem Museum in Roxeter ausgestellt, das zur Zeit des römischen Britanniens gegründet wurde. Die zwischen dem 2. und 5. Jahrhundert datierten Pinzetten waren eine sichere, einfache und erschwingliche Methode der Haarentfernung, wenn auch nicht schmerzfrei. Verschiedene Individuen im Römischen Reich praktizierten die Haarentfernung aus unterschiedlichen Gründen. Frauen beispielsweise, um für Männer attraktiv zu erscheinen, während Männer oft aus ästhetischen Gründen für den Sport enthaart waren. Römische Ringer und gräkorömische Grappler etwa waren nahezu immer haarlos. Roxeter, einst die viertgrößte Siedlung im römischen Britannien, hat während archäologischer Ausgrabungen zahlreiche Pinzetten hervorgebracht, die die Bedeutung von Sauberkeit und Stil als Statussymbole in der römischen Gesellschaft unterstreichen.
Die Ausstellung präsentiert auch Artefakte wie Wasserrohre, Kosmetiksets, Parfümflaschen und andere signifikante Objekte, die Einblicke in das tägliche Leben im antiken Rom bieten. Wir beginnen mit der Nachricht, dass Archäologen in Nördlingen, Westbayern, ein außergewöhnlich gut erhaltenes Schwert aus der späten 14. Jahrhundert vor Christus, also der mittleren Bronzezeit, entdeckt haben. Der achteckige Bronzegriff des Schwertes ist in bemerkenswert gutem Zustand und hat seinen ursprünglichen Glanz bewahrt. Dieser Fund ist äußerst selten, da er in einem intakten Grabhügel entdeckt wurde, einem Kontext, der für diese Epoche ungewöhnlich ist. Die meisten Hügel aus dieser Zeit wurden entweder schon lange zuvor geplündert oder im 19. Jahrhundert durch sich ausdehnende Landwirtschaft oder industrielle Aktivitäten zerstört. Das Schwert wurde neben den Skelettresten eines erwachsenen Mannes, einer erwachsenen Frau und eines Jugendlichen gefunden, deren genaue Beziehung jedoch unbekannt ist. Der achteckige Griff wurde durch einen komplexen Überzugsgussprozess hergestellt und weist aufwendige, eingeschnittene geometrische Muster und Einlagen auf. Achteckige Griffe sind fast ausschließlich in Süddeutschland und der Region Norddeutschland-Süddänemark zu finden. Der Vergleich von Guss- und Dekorationstechniken legt die Anwesenheit sowohl von Repliken süddeutscher Originale als auch von importierten Schwertern nahe, die potenziell von wandernden Schmieden gefertigt wurden. Es mag eine Waffe des Krieges gewesen sein, aber sie ist eine wunderschöne. Wir kehren nun zum Thema antiker römischer Entdeckungen zurück. Archäologen in der französischen Stadt Terouanne haben in der Nähe eines Kanals ein gut erhaltenes römisches Handwerksviertel freigelegt. Diese Stätte korrespondiert mit einem einst blühenden Handwerksbereich, der vor über 1700 Jahren während der frühen Kaiserzeit existierte. Ausgrabungen förderten zahlreiche Paare von Lederschuhen mit genagelten Sohlen zutage und belegen damit die Existenz eines Schuhmachers in diesem Gebiet. Des Weiteren deuten Lederreste darauf hin, dass hier eine noch unvollendete Schuhwerkstatt ansässig war. Die Gründe für deren Unvollendung sind unklar, obwohl offensichtlich genügend Schuhe zum Verkauf vorhanden waren. Im Kanal wurden auch Knochen von Rindern gefunden, was auf eine nahegelegene Metzgerei hindeutet. Archäologen entdeckten weiterhin ein Gebäude mit Öfen sowie zwei blaue Glaszylinder, die auf die Existenz einer Glasbläserei schließen lassen. Ruinen einer weiteren Kanalstraße und einer weiteren nicht identifizierten großen Struktur wurden ebenfalls in der Umgebung entdeckt. Dieser Fund markiert das erste antike Kanalsystem, das in der Region Nord-Pas-de-Calais gefunden wurde. Die bemerkenswerte Erhaltung des Handwerksviertels liefert wertvolle Einblicke in die römischen Handels- und Handwerkspraktiken der damaligen Zeit. Eine zerbrochene Marmorstatue des griechischen Gottes Pan wurde inmitten der Ruinen einer frühchristlichen Kirche in Istanbul entdeckt. Die Statue, die Pan mit Ziegenhörnern und nacktem Oberkörper darstellt, wie er auf einer Rohrpfeife spielt, wurde im Schutt der Kirche des heiligen Polyöktos aus dem 6. Jahrhundert gefunden, eine der größten in Konstantinopel. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass eine christliche Kirche eine Statue eines heidnischen Gottes beherbergt hätte, wird angenommen, dass der Fundort das Ergebnis eines modernen Irrtums ist. Die Ruinen wurden versehentlich in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts von Arbeitern freigelegt, die eine nahegelegene Straße bauten. Der verwendete Füllboden enthielt wahrscheinlich die Statue und integrierte so das antike Artefakt in einen modernen Kontext. Die Statue ist schwer beschädigt, möglicherweise infolge dieses Prozesses. Es sind nur noch Kopf, Oberkörper und Arm erhalten. Ihre Bedeutung als Werk klassischer Kunst ist jedoch immer noch evident. Pan, der Gott der Wildnis und der Natur, war bekannt für sein Spiel auf der Panflöte und wird oft als mythischer Faun dargestellt. Der Import klassischer Skulpturen nach Konstantinopel nahm ab dem 6. Jahrhundert ab, als die christliche Kultur an Bedeutung gewann. Nun begeben wir uns nach Frankreich, genauer gesagt nach Normandie. Die Stadt Caen und das Departement Calvados haben gemeinsam das Manifest erworben, das Charlotte Corday zur Rechtfertigung ihrer Ermordung des Jakobinerführers Jean-Paul Marat verfasste. Das Manuskript, dessen Wert auf etwa 100.000 US-Dollar geschätzt wurde, übertraf die Erwartungen bei der Auktion und erzielte einen Endpreis von 292.000 US-Dollar, einschließlich Gebühren und Steuern. Charlotte Corday, gebürtig aus der Normandie, ließ sich von den philosophischen Debatten der französischen Revolutionäre inspirieren
und schlug sich auf die Seite der gemäßigten Girondisten. Angespornt durch die September-Massaker des Jahres 1792, glaubte sie, dass die Ermordung Marats dem revolutionären Blutvergießen in Frankreich ein Ende setzen würde. Bewaffnet mit einem Messer und ihrem dreiseitigen Manifest an die französischen Freunde von Gesetz und Frieden, reiste sie am 13. Juli desselben Jahres nach Paris. Dort gelang es ihr, Zugang zu Marats Gemächern zu erhalten, woraufhin sie die Namen mutmaßlicher Verschwörer preisgab und ihn tödlich attackierte. In Kenntnis der Konsequenzen trug Corday den Brief in ihrem Mieder bei sich, der bei ihrer Verhaftung gefunden, jedoch während ihres Prozesses nicht als Beweismittel vorgelegt wurde. Sie wurde 4 Tage nach Marat hingerichtet. Das Manifest tauchte erstmals bei einer Auktion im Jahre 1834 wieder auf und wechselte seitdem mehrmals den Besitzer. Aus Sorge vor einer möglichen Erwerbung durch einen ausländischen Käufer haben die Kulturbehörden der Normandie zusammen mit Abteilungs- und Stadtbehörden das Manuskript erfolgreich gesichert, um seine historische Bedeutung und Verbindung zu Cordays Heimat zu wahren. In der Provinz Jiangsu im Osten Chinas haben Archäologen eine faszinierende Entdeckung gemacht. Ein einzigartiges Töpferwerk in Form eines Schweins, das vermutlich ein Kinderspielzeug ist und etwa 6000 Jahre zurückdatiert. Das Töpferschwein wurde bei Ausgrabungen an den Maan-Relikten gefunden, einer neolithischen Stätte in der Stadt Wuxi. Die Fundstätte hat insgesamt 26 Gräber ergeben, von denen 20 bereits ausgegraben wurden und verschiedene Artefakte wie Steinzeug, Töpferwaren und Jadewaren zutage förderten. Die verbleibenden 6 Gräber wurden für weitere Untersuchungen in ein Kabinettlabor verlegt. Das kürzlich entdeckte Töpferschwein, ungefähr so groß wie eine Kinderfaust, zeichnet sich durch seinen hohlen Körper mit mehreren Löchern und darin befindlichen Töpferperlen aus. Während schweinförmige Töpferfiguren an anderen prähistorischen Stätten gefunden wurden, ist die Hohlform dieses speziellen Schweins beispiellos. Forscher spekulieren, dass Schweine vor 6000 Jahren in der Gegend domestiziert worden sein könnten. Weitere Untersuchungen laufen, um festzustellen, ob dieses poröse Schwein wie eine Pfeife geblasen werden kann. Die Fundstätte hat über 260 Artefakte erbracht, darunter Stein, Töpfer und Jadewaren, die mehrere Dynastien der chinesischen Geschichte umspannen. Ein 15 cm langer steinerner Phallus wurde in antiken Ruinen in Spanien entdeckt und dürfte während des Irmandino-Krieges eine gewaltsame Funktion erfüllt haben. Das Relikt wurde nahe der Torre de Meira gefunden, einem Turm, der im Jahre 1476 während der Bauernaufstände gegen den Adel zerstört wurde. Archäologen der Arbore Archaeoloxia identifizierten den steinernen Phallus als Wetzstein, der zum Schärfen von Waffen diente, basierend auf dem deutlichen Abnutzungsmuster auf einer Seite. Man könnte sagen, dieses Phallus-Symbol hat wahrlich Schläge einstecken müssen. Seine Nähe zum zerstörten Turm legt eine potenzielle symbolische oder praktische Rolle während des Krieges nahe. Das Artefakt verkörpert die Assoziation zwischen Gewalt, Waffen und Männlichkeit, reflektierend die Überzeugungen des Mittelalters und deren anhaltende Präsenz in der zeitgenössischen Kultur. Die Entdeckung fand in der Nähe des Ria de Vigo Estuars statt, einer Region reich an archäologischen Funden, die verschiedene historische Perioden umspannen. Obwohl selten im mittelalterlichen europäischen Kontext, sind phallische Symbole in antiken römischen Städten gefunden worden, wo sie unterschiedliche Funktionen erfüllten, von abfälligen Ausdrücken bis hin zu schützenden Amuletten und Fruchtbarkeitssymbolen. Ebenso verehrten keltische Gesellschaften phallische Symbole als Repräsentationen von Zeugungskraft und generativem Vermögen. Über 2000 unversehrte Votivfiguren wurden im Heiligtum von Demeter und Persephone auf Kytnos, einer griechischen Insel, gefunden, die 7 Jahrhunderte umspannt. Gläubige deponierten diese Tonfiguren, die Frauen, Kinder, Schauspieler, Tiere und diverse andere Motive darstellen, zusammen mit Hunderten von Lampen, Miniaturvasen, Schmuckstücken und Gefäßen aus Marmor, Alabaster, Kupfer, Silber, Knochen und Glas. Kytnos, eine der ältesten Siedlungen auf den Kykladen, war vom 12. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bis zum 7. Jahrhundert bewohnt. Der Heiligtumskomplex befand sich auf dem nördlichen Teil des Plateaus mit Blick auf das Meer und wurde in Etappen, beginnend im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und andauernd bis zum 4. Jahrhundert, errichtet.
Zu den Fundstücken gehörte eine beschriftete monumentale Platte, die möglicherweise von ihrem ursprünglichen Standort verschoben wurde. Die Inschrift, die in die späthellenistische Zeit datiert, trägt den Namen eines Magistrats, wahrscheinlich eines Beamten des Heiligtums. Die Ausgrabung brachte zudem importierte Luxuskeramik, kunstvolle Lampen und Fragmente von rituellen Vasen zum Vorschein, die mit der Verehrung von Demeter und Persephone in Zusammenhang stehen. Die Verbindung zwischen der Kytnos-Stätte und Eleusis, einem der prominenten religiösen Zentren des antiken Griechenlands, ist nicht vollständig verstanden. Uens dabei assistierend, die Geheimnisse des antiken Osaka zu enthüllen, ist eine bemerkenswerte hölzerne Maske aus dem frühen 3. Jahrhundert aus den Ruinen von Nishi Iwata in Japan aufgetaucht. Eine wahre Rarität ist es erst die dritte Maske dieser Art, die jemals im Lande entdeckt wurde. Sie wurde während einer Erkundungsausgrabung für die geplante Erweiterung der Monorail von Osaka entdeckt. Der außergewöhnliche Erhaltungszustand der Maske ist dem wassergetränkten Gelände geschuldet, in das sie vor Jahrhunderten sank. Aus einem einzigen Zedernholzstück gefertigt, weist die Maske komplexe Augen- und Mundöffnungen sowie eine ausgeprägte Nasenprojektion auf. Obwohl sie für das Tragen entschieden zu schwer gewesen wäre, wird angenommen, dass sie während Festivals eine zeremonielle Rolle spielte. Der renommierte Experte Kaoru Terasawa schlägt vor, sie symbolisiere den göttlichen Geist eines Hauptes, ein Konzept, das sich nur schwer aus dem Japanischen übersetzen lässt, aber bedeutet, dass sie die Autorität der Yamato-Herrschaft repräsentierte. Nun nimmt dieses außerordentliche Artefakt eine zentrale Stellung im Präfekturmuseum der Yayoi-Kultur in Izumi-Stadt ein. Die Maske wurde erstmals Anfang Mai 2023 ausgestellt, wird aber voraussichtlich nicht lange dort verweilen. Ungarische Archäologen haben kürzlich die sensationelle Entdeckung eines römischen Arztgrabes gemacht, welches eine seltene Sammlung von chirurgischen Werkzeugen beinhaltet, die fast zwei Jahrtausende zurückdatieren. Die antike Grabstätte wurde in der Nähe der Stadt Jasperani entdeckt, ungefähr 80 Kilometer von Budapest entfernt. Experten zufolge ist das Grab seit über 2000 Jahren unberührt und enthielt die Überreste eines 50- bis 60-jährigen römischen Arztes. Die skeletalen Überreste des Arztes wurden neben hölzernen Kisten gefunden, die eine außergewöhnliche Sammlung seiner medizinischen Instrumente enthielten, einschließlich Kupferlegierungsskalpelle mit austauschbaren Klingen, Zangen, Nadeln und einem zweiten Set von Skalpellen. Ein Schleifstein wurde ebenfalls entdeckt, der für die Zubereitung von Medikamenten oder das Schärfen der zahlreichen Klingen des Arztes verwendet worden sein könnte. Diese bemerkenswerte Sammlung ist nur das zweite vollständige Set ähnlicher antiker römischer medizinischer Werkzeuge, das jemals gefunden wurde, was alles sagt, was man über ihre Seltenheit und ihren Wert wissen muss. Die Entdeckung bietet einen seltenen Einblick in die medizinischen Praktiken der antiken Römer. Und es wird angenommen, dass diese spezielle Sammlung im Dienste der römischen Legionen oder zur Behandlung prominenter Personen in der lokalen Bevölkerung verwendet worden sein könnte. Hadrian's Wall ist eines der berühmtesten antiken römischen Monumente auf englischem Boden. Nicht weit von Hadrian's Wall und Carlisle entfernt liegen die Ruinen eines antiken römischen Badehauses, das im Jahre 2017 von Archäologen entdeckt, jedoch erst im Jahre 2022 vollständig ausgegraben wurde. Der Prozess gestaltete sich als komplex, da ein Teil des Badehauses unter dem Gelände des Carlisle Cricket Clubs liegt. Neben erwarteten Funden wie Terrakotta-Wasserrohren, einer Hypokaustenanlage, bemalten Gefäßen und Kochtöpfen stieß das Team auch auf exquisit verzierte Juwelen. Es wird vermutet, dass diese Juwelen aus Ringen oder Halsketten der hier badenden Römer fielen, als das heiße Wasser den Klebstoff löste, der sie hielt. Anschließend wurden sie durch die Abflussrohre gespült, als die Becken gereinigt wurden. Solche Juwelen sind als Intaglien bekannt. Die hier gefundenen stammen entweder aus dem 2. oder 3. Jahrhundert. Angesichts der hervorragenden Handwerkskunst ist klar, dass die Benutzer der Badeanlage wohlhabend waren, was erklären könnte, warum sie nicht versuchten, ihre verlorenen Juwelen zurückzuholen. Im Januar 2023 bestätigten Archäologen in Italien die Entdeckung einer Marmorstatue, die eine Figur darstellt, die Herkules ähnelt, jedoch nicht zwangsläufig Herkules sein muss. Der Fund wurde an der Via Appia Antica gemacht, der ältesten der Straßen, die von Rom wegführen.
Die Figur in der Statue trägt ein Löwenfell, dessen Kopf auf seinem wie ein Hut sitzt und dessen Pfoten um seinen Hals wie ein Schal gebunden sind. Dies stimmt mit anderen römischen Darstellungen von Herkules überein, doch die Gesichtszüge der Statue entsprechen nicht denen anderer römischer Herkules-Statuen. In den Worten eines Historikers, der das Artefakt betrachtet hat, gleicht es einer Statue eines Mannes, der in einem Herkules-Kostüm gekleidet ist. Das Grab der Priscilla, das ins späte 1. Jahrhundert datiert, liegt ganz in der Nähe dieses Teils der Via Appia Antica. Es könnte eine Verbindung zwischen der Statue und dem Tempel geben, doch die Experten sind sich darüber noch nicht im Klaren. Sie vermuten allerdings, dass sie die Identität des Mannes kennen könnten, den die Statue darstellt. Es gibt eine Ähnlichkeit zwischen dem Gesicht dieser Statue und den Gesichtern von Statuen des Trajan Decius, der im Jahre 249 Kaiser wurde, jedoch sein Leben in der Schlacht von Abadis 2 Jahre später verlor. Am 25. Mai des Jahres 1938 stießen Arbeiter während des Abrisses eines Gebäudes in der Rue Mouffetard in Paris auf einen wertvollen Schatz an Goldmünzen, der bis in die Regentschaft Ludwigs des 14. zurückreicht. Die in einer Wand versteckten Münzen gehörten Louis Nivelle, einem königlichen Sekretär und Berater. Der Schatz bestand aus 3210 Louis d'Or, aux lunettes et aux bandeaux, 258 Double Louis d'Or bandeaux und 87 Demi Louis d'Or aux bandeaux et aux lunettes, geprägt zwischen den Jahren 1726 und 1756. Nivelle, der ein Doppelleben führte, war bekannt für seine Beteiligung an mystischen Praktiken und war mit dem jansenistischen Diakon François de Paris assoziiert. Es wird angenommen, dass er sein Vermögen in den Wänden einer Wohnung nahe dem Friedhof von Saint-Médard verbarg, einem Ort, der angeblich für geheime Zusammenkünfte genutzt wurde, bei denen mysteriöse Handlungen als religiöse Krämpfe bezeichnet wurden. Der Schatz wurde rechtlich deklariert und unter den Entdeckern, der Stadt Paris und 84 zertifizierten Erben von Anne Nivelle, der Tochter von Louis Nivelle, aufgeteilt. Mehrere Verkäufe der Münzen wurden organisiert und heute sind sie weltweit anerkannt und ziehen das Interesse zahlreicher Numismatiker an. Am 21. Januar des Jahres 2023 machte der Metallsuchgerätbenutzer Wukas Jabłonski eine bemerkenswerte Entdeckung in der Nähe von Turobin in Ostpolen. Auf der Suche nach Artefakten aus dem Ersten Weltkrieg entdeckte er einen Schatz an Bronzeschmuck, der wahrscheinlich von der Lausitzer Kultur zwischen 500 und 400 Jahren vor unserer Zeitrechnung angefertigt wurde. Dieser Fund ist besonders bedeutsam, da Lausitzer Artefakte in dieser Region Polens äußerst selten sind. Der Schatz umfasst 13 Bronzestücke, die zwischen 20 und 25 Zentimetern unter der Erdoberfläche gefunden wurden. Darunter befinden sich 2 auffallende Mantelspangen. Eine mit 15 cm Länge und 7 cm Durchmesser an ihrem spiraligen Ende und eine noch größere mit 16 cm Länge und einem kleineren Durchmesser von 3 cm. Ein kunstvoll gewundener Halsring aus einem einzigen Bronzedraht bezeugt fortgeschrittene metallurgische Fähigkeiten. Der Schatz enthält auch 8 Armreifen unterschiedlichen Designs und Größen. Jabłonski meldete seinen Fund dem Denkmalschutzamt in Zamość und übergab die Objekte, was ihn als verantwortungsbewussten Bürger auszeichnet. Derzeit wird der Schatz im Museum der Region Biłgoraj konserviert und untersucht. Bis zur Mitte des Jahres 2023 bleibt der genaue Ort des Fundes nicht veröffentlicht, um Plünderungen zu vermeiden, während die archäologischen Ausgrabungen fortgesetzt werden. Die Goldene Madonna von Essen, eine Skulptur der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind, stellt ein bedeutsames Kunstwerk im Schatzbestand des Essener Doms in Deutschland dar. Sie wurde um das Jahr 980 geschaffen und gilt als die älteste bekannte Marienstatue sowie die älteste freistehende mittelalterliche Skulptur nördlich der Alpen. Gefertigt aus einem Holzkern und mit extrem dünnen Goldblättern überzogen, wird angenommen, dass sie in Köln oder Hildesheim geschnitzt wurde. Die Madonna ist auf einem Schemel sitzend dargestellt. Auf ihrem Schoß hält sie eine unverhältnismäßig große Figur des Christuskindes. Die Skulptur misst eine Höhe von 0,37 Metern, während der Sockel eine Breite von 0,22,5 Metern aufweist. Die gesamte Oberfläche des Werks ist mit Goldblättern von weniger als 0,2 Millimetern Dicke belegt, die mit winzigen Goldschrauben fixiert sind.
Die goldene Madonna ist seit jeher Gegenstand der Verehrung und ein Identitätssymbol für die Bevölkerung des Ruhrgebiets. Sie überstand diverse geschichtliche Ereignisse, einschließlich der beiden Weltkriege, und hat mehrere Restaurierungsversuche durchlaufen, ohne an Ehrfurcht und Staunen zu verlieren. Der Jerningham Weinkühler ist ein herausragendes Meisterwerk der Goldschmiedekunst aus dem 18. Jahrhundert, in Auftrag gegeben zwischen 1734 und 1735 von Henry Jernigan, einem Londoner Goldschmied und Bankier. Ziel der Anfertigung war es, das größte je hergestellte Gefäß für Wein aus Silber zu schaffen. Entworfen vom Bildhauer John Michael Rysbrack, zeigt der Weinkühler backische Szenen, lauernde Panther und Henkel in Gestalt des Saturn. Der renommierte Goldschmied Charles Candler und ein Team von Handwerkern benötigten 4 Jahre, um das beeindruckende Objekt zu vollenden, das ein Gewicht von ca. 227 Kilogramm aufwies. Als jedoch die abschließende Rechnung präsentiert wurde, weigerte sich Jernigans Klient, Littleton Points Meynell, diese zu begleichen. Infolgedessen bot Jernigan im Jahre 1737 IG den Weinkühler als Lotteriepreis an. Der Gewinner, Major William Batine, veräußerte das Kunstwerk an die Großfürstin Anna Leopoldowna von Russland im Jahre 1738. Seit 1743 befindet sich der Weinkühler im Hermitage-Museum in St. Petersburg. Im Jahre 1884 wurde eine galvanoplastische Kopie des Weinkühlers, im Wesentlichen aus Silber, mit einem Kupferkern, von der Elkington & Company in Birmingham angefertigt. Diese Nachbildung ist nun im Victoria & Albert Museum in London ausgestellt, während weitere Exemplare im Metropolitan Museum of Art in New York und in der Queen's Regimental Silverware in England zu finden sind. Im Jahr 2015 entdeckte ein Amateurmetallsucher ein bemerkenswertes Siegel aus Gold und Jaspis in der Nähe von Abwell in Banburyshire, England. Dieses winzige Objekt, dessen Größe etwa mit dem Daumennagel vergleichbar ist, wurde als Schatz eingestuft und anschließend für den öffentlichen Bestand zum Preis von 25.000 Pfund Sterling erworben. Das Siegel, ein Kleinod der mittelalterlichen Goldschmiedekunst, weist eine zentral eingefasste Platte aus dunkelgrünem Jaspis mit dem kunstvoll geschnitzten Profil einer Dame auf. Der umgebende Goldrahmen trägt eine lateinische Inschrift, die sich als geheimes Siegel von Hen übersetzen lässt, möglicherweise eine Abkürzung für Henry. Es wird vermutet, dass das Kunstwerk in Paris oder London gefertigt wurde. Auf der Rückseite des Siegels befindet sich eine Goldschlaufe, die an einer Kette befestigt oder an einem Gürtel getragen worden wäre. Das Siegel verkörpert den opulenten sozialen Status und die Macht seines ursprünglichen Besitzers, der leider nach wie vor unbekannt bleibt. Der Museumsdienst von Oxfordshire, der nun im Besitz des Objekts ist, plant, einen Nachmittag mit Vorträgen und Aktivitäten zu seiner Feier zu veranstalten. Anschließend wird das Siegel im Oxfordshire Museum in Woodstock ausgestellt. Die Legende vom verschollenen Schatz Montezumas, der angeblich in der heutigen Währung Milliarden wert ist, hat Schatzsucher über Jahrhunderte hinweg fasziniert. Die Geschichte nimmt ihren Anfang im Jahre 1519, als der spanische Konquistador Hernán Cortés in Tenochtitlan eintraf, der Hauptstadt des Aztekischen Reiches. Montezuma II., der 9. aztekische Kaiser, hieß die Spanier zunächst willkommen, doch bald eskalierten die Spannungen. Im Mai des Jahres 1520, während des Toxcatl-Festes, verübten spanische Soldaten ein Massaker an Hunderten unbewaffneter aztekischer Adliger und Krieger. Die Spanier nahmen Montezuma gefangen und hielten ihn in Haft, ein verhängnisvoller Fehler, der die Azteken zur Rebellion veranlasste. Im Juli desselben Jahres versuchten die Spanier zu fliehen und warfen angeblich ihr gestohlenes Gold, Silber und Edelsteine in die Gewässer um die Brücke, um das Gewicht zu verringern. Dieses Ereignis wurde als La Noche Triste, die traurige Nacht, bekannt. Es gibt Theorien, die besagen, dass die Azteken den Schatz geborgen und an einem geheimen Ort versteckt haben. Einige glauben, er sei Richtung Norden in das heutige Gebiet der Vereinigten Staaten gebracht worden. Im Jahre 1981 wurde eine Goldbarren aus Montezumas Zeit in Mexiko stattgefunden, was darauf hindeutet, dass der Schatz möglicherweise noch in Mexiko ist. Trotz des Mangels an konkreten Anhaltspunkten dauert die Suche nach Montezumas verlorenem Schatz an.
Ein Granatring, der annähernd 2000 Jahre alt ist und seinen Ursprung im antiken Rom hat, der das Abbild des ersten römischen Kaisers Caesar Augustus ziert, hat jüngst für Aufsehen gesorgt, als er bei einer Schmuckauktion in England verkauft wurde. Ursprünglich mit einem Verkaufspreis zwischen 175 und 230 Euro taxiert, übertraf der Ring alle Erwartungen und wurde für die erstaunliche Summe von 135.000 Euro ersteigert. Dieser exorbitante Preis ist beinahe 700-fach höher als der ursprünglich geschätzte Wert. Der Ring weist ein meisterhaft graviertes Intaglio auf oder ein Metall, das zum Siegeln offizieller Dokumente genutzt wurde. Es wird angenommen, dass der Ring während einer Grand Tour im 19. Jahrhundert nach Italien erworben wurde, einer kulturellen Reise unter der damaligen Elite. Das Granatintaglio, das Caesar Augustus, den ersten Kaiser Roms, darstellt, besitzt historische Bedeutung, da es eine Epoche symbolisiert, in der das Römische Reich mehr als ein Jahrtausend dominierte. Die außerordentliche handwerkliche Fertigkeit und der historische Wert dieses antiken Artefakts trugen zu seinem bemerkenswerten Verkauf bei und zogen sowohl Sammler als auch Enthusiasten an. Im Jahre 1981 stolperte Berto Morales, ein philippinischer Arbeiter, während er an einem staatlichen Bewässerungsprojekt arbeitete, buchstäblich über einen unschätzbaren Schatz. Im Rahmen seiner alltäglichen Tätigkeiten grub er über 100 goldene Artefakte aus, die dem Königreich Butuan zugeordnet werden, einer Zivilisation, die zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert auf der Insel Mindanao florierte. Derzeit im Ayala-Museum und in der Zentralbank der Philippinen ausgestellt, bieten diese Artefakte, die Armbänder, Vasen, Halsketten und andere Zierstücke umfassen, einen Einblick in eine wohlhabende, gelehrte und seefahrende Zivilisation, die Jahrhunderte vor der spanischen Kolonialzeit existierte. Dennoch brachte die Entdeckung auch Unheil für Morales. Seine Familie wurde entführt und er musste die Insel fliehen und seine Identität ändern, wobei er schließlich die Artefakte verkaufte, die sich als problematischer erwiesen als wertvoll. Diese Objekte wurden illegal unter verschiedenen Vermittlern verteilt und landeten auf dem Schwarzmarkt. Jedoch gelangten viele von ihnen in die Hände von Sammlern, die ihren inhärenten Wert erkannten. Heute repräsentieren diese Artefakte nicht nur das reiche kulturelle Erbe der Philippinen, sondern bieten auch eine vielversprechende Grundlage für zukünftige Studien und das Verständnis dieser antiken Zivilisation. In Bezug auf die goldenen Schätze, die in diesem Video erwähnt werden, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Xur-Esef-Panzerung, so benannt nach ihrer Entdeckung in einem punischen Zeitaltergrab nahe Xur-Esef in Tunesien im Jahre 1909. Obgleich sie auf den ersten Blick lediglich dekorativ erscheinen mag, handelt es sich tatsächlich um einen Teil einer Rüstung, genauer gesagt um einen Brustpanzer. Experten schätzen, dass das Artefakt ungefähr 2300 Jahre alt ist, und vermuten, dass es von den italiotischen Vorbewohnern Süditaliens angefertigt wurde. Die plausibelste Erklärung für dessen Auffindung in Tunesien ist, dass es einem hochrangigen Krieger gehört haben könnte, der unter Hannibal während des Zweiten Punischen Krieges diente, der zwischen 211 und 203 vor Christus stattfand. Es sei darauf hingewiesen, dass nicht alle Experten oder Historiker dieser Interpretation zustimmen. Diese Uneinigkeit rührt zum Teil daher, dass das Grab, in dem es gefunden wurde, typisch für das Tunesien jener Epoche ist, was nahelegt, dass der dort Bestattete kein Ausländer war. Zudem stammen einige der anderen in dem Grab gefundenen Artefakte aus der Zeit vor dem Ersten Punischen Krieg, vielleicht sogar vor dem Zweiten. Der einzige Konsens unter den Experten bezüglich der Xur-Esef-Panzerung scheint ihre unbestreitbare Schönheit zu sein. Im März des Jahres 2022 meldete sich Jenny Fitzgerald freiwillig für eine Strandreinigungsaktion in der Nähe ihres Wohnortes Norwich in Norfolk, England. Die dort versammelten Freiwilligen hatten die Aufgabe, Strandgut zu entfernen, doch erlebte Jenny die Überraschung ihres Lebens, als sie eine in den Sand vergrabene Truhe voller Münzen und Schmuckstücke entdeckte. Der bemerkenswerte Fund ereignete sich an einer Stelle zwischen Happysburg und Card Gap. Obwohl die Truhe alt zu sein scheint, ist ihr tatsächliches Alter noch unbekannt. Der Verschlussmechanismus der Truhe trägt ein mit einer Krone verziertes Emblem und die Initialen VR, wahrscheinlich ein Hinweis auf Victoria Regina, was darauf hindeutet,
dass die Truhe ein Relikt aus der viktorianischen Ära des Vereinigten Königreichs im 19. Jahrhundert sein könnte. Neben Münzen und Edelsteinen enthielt die Truhe auch eine Taschenuhr und ein Parfümfläschchen. Es bleibt ungewiss, ob Jenny berechtigt sein wird, ihren zufälligen Fund zu behalten, da britische Gesetze Funde dieser Größenordnung typischerweise als Eigentum der Krone ansehen. Selbst wenn sie ihn abgeben muss, ist es wahrscheinlich, dass sie eine großzügige Belohnung für ihre Entdeckung erhalten wird. Historiker haben noch keine Anhaltspunkte, wem die Truhe gehörte, streben jedoch an, dies in Kürze herauszufinden. Es ist keineswegs immer der Fall, dass ein beeindruckend langer Name einem Artefakt inhärenten Wert verleiht, doch häufig trifft dies zu. Dies ist definitiv der Fall beim goldenen Pektoral von Tovster Mohyla. Dieses Kleinod aus dem antiken Skythien wurde in einem Grabhügel im Süden der Ukraine im Jahre 1971 nahe der Stadt Pokrov, deren Übersetzung Pet Hügel lautet, ein durchaus unspektakulärer Name für ein derart majestätisches Objekt geborgen. Dieser prächtige Brustschmuck gehörte wahrscheinlich einem skythischen Häuptling, stammt jedoch möglicherweise nicht ursprünglich aus Skythien. Historiker spekulieren, dass es wahrscheinlicher ist, dass es von griechischen Handwerkern in Pantikapäum am Ufer des Schwarzen Meeres gefertigt wurde, einer Region, die wir heute als Krim kennen. Es gibt allerdings eine gewisse Kontroverse um diese Annahme. Der Stil des Stückes ist unmissverständlich griechisch, während die Ikonografie eindeutig skythisch ist. Es ist daher möglich, dass es auf Anfrage für einen Skythen hergestellt wurde, der die Überlegenheit griechischen Kunsthandwerks über das in seiner Heimat Verfügbare erkannte. Anstatt aus einem einzigen Goldstück gefertigt zu sein, wurde das Pektoral durch das Verschweißen von Dutzenden individuell gegossenen Teilen erschaffen, eine beachtliche Leistung für jemanden, der vor über 1000 Jahren lebte. Der goldene Nashorn von Mapung Ubwe ist nicht das, was es auf den ersten Blick zu sein scheint. Tatsächlich handelt es sich um eine Figur, die ein Nashorn darstellt. Sie ist jedoch nicht aus Gold gefertigt. Tatsächlich besteht sie aus Holz und ist mit einer dünnen Goldfolie überzogen, in dem Versuch, ihr einen höheren intrinsischen Wert zu verleihen, als sie tatsächlich besitzt. Man schätzt, dass das Artefakt ungefähr 1000 Jahre alt ist und wurde nach seiner Entdeckung im Mapung Ubwe Nationalpark im Jahre 1932 so benannt. Die für den Fund verantwortlichen Archäologen stellten fest, dass das Objekt Teil einer kleinen königlichen Beisetzung zu sein scheint. Sollte sich diese Hypothese bestätigen, würde das einen kontroversen Lichtstrahl auf die Region werfen. Wenn der Ort, an dem das Nashorn gefunden wurde, tatsächlich ein königliches Grab wäre, würde das die Existenz eines autonomen Reichs oder Lehens in diesem Teil Südafrikas im 11. Jahrhundert nahelegen. Es wäre das älteste bekannte Beispiel für eine stratifizierte Gesellschaft im gesamten südlichen Afrika, ein Fakt, der dem oft verbreiteten europäischen Narrativ entgegensteht, dass Südafrika vor der Ankunft der niederländischen Kolonisatoren im 16. und 17. Jahrhundert ein unzivilisiertes Land war. Wenn es jedoch tatsächlich ein Lehen in der Region gab, müsste es irgendwo weitere stichhaltige Beweise geben. Vielleicht wäre eine umfassendere archäologische Ausgrabung in diesem Hügel der geeignete Ausgangspunkt. Abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, so werden Sie stets als Erster informiert, sobald ein neues Video veröffentlicht wird. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Zuhörerschaft.